Junge! Oh, ey, ich habe gerade einfach wirklich schon wieder geträumt, dass Kevin mir einfach erzählen will, dass Berlin die bessere Stadt ist. What the fuck, Bro? Also, what the fuck? Ich würde sagen, wir... Scheiß drauf. Ich zeig dir jetzt einfach, oder ich zeig euch jetzt einfach, warum das obviously nicht der Fall ist. Let's go. So, schau mal, Kevin, weißt du, du bist ein Versager. Ein Versager, der um 12 Uhr mittags frühstückt. Ich bin Gewinnertyp, ich frühstücke gar nicht und trinke einfach Red Bull, aber das ist gar nicht Thema. Ihr habt in Berlin Brandenburger Platz, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Cottbuser, ist ja auch alles scheißegal. In Köln brauchen wir das alles nicht. Wir haben korrekt Leute, kleine Plätze. Ich würde sagen, wir gucken uns das ganz kurz an. Aber vorher, Energie. Ja, was soll ich sagen, Mann? Brüsseler Platz, meine Heimat, das ist so der Ort, wo ich am liebsten einfach meine Freunde treffe. Was geht ab, Mann? Was geht? Was willst du denn hier? Wir haben gar nichts mehr miteinander zu tun. Zieh ich ab, komm. Und jetzt dann den Rest von Köln gucken. Rob, einmal bitte. Also, Köln ist schon besser als Berlin. Ganz klar, Köln besser als Berlin. Punkt. Köln ist deutlich besser als Berlin. Köln ist besser als Berlin. Ja, Köln ist tatsächlich besser als Berlin. Sorry. Sorry. Köln ist auch einfach eine sehr ruhige und entspannte Stadt. In Berlin ist es ständig laut. Hier in Köln hat man einfach seine Ruhe. Es ist grün, überall sind Parks. Es ist halt einfach nur ein Traum und ich verstehe wirklich beim besten Willen nicht, warum man in Berlin wohnen würde. Aber kurz zum Brandenburger Tor, einfach nachgemacht. Einfach nachgemacht, aber wartet ab. Ja, noch wieder hier in der ruhigen Stadtmitte angekommen. Ey, das Hahnentor hier in Köln. Mann, Kevin, das ist von 1200. Das Brandenburger Tor ist von 1700 noch was. Und das ist einfach eiskalt kopiert. Also wir hatten das zuerst und das einfach nachzumachen, ist ja wohl überway. Kleiner geschichtlicher Funfact am Rande, was viele nicht wissen. Das Hahnentor hat tatsächlich 12... Okay, Kevin, schau mal, das Ding ist, ja, Berlin hat den Döner erfunden, bla 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 bla, alles hin und her. Aber jetzt alles ehrlich, es hat keinen Döner von Olli. Kein Döner, der so geil ist wie der hier. Von daher, nicht einfach, oder? Ganz klares bereits in Berlin, Mann. Bro, sowas kannst du in Berlin komplett vergessen, Kevin. Aber das gibt's einfach nicht. Gutes Essen. Es sind diese Handyvideos. Heimlich gedreht von Mitarbeitern des Fleischbetriebs. Ja, Kevin, was soll ich sagen, Digga? Guck mal, ihr habt in Berlin noch eine Kirche, Digga. Die ist kaputt. Das Dach ist nicht fertig. Weißt du, was ich meine? Und ja, Bro, schau einfach selbst. Also. Bro, weiterer Punkt. Wenn du dir ganz kurz mal anschaust, ja? Ihr habt in Berlin die Spree. Die stinkt nach Scheiße. Die ist kurz. Das ist einfach ein Bach. Ey, in Köln hat es den Rhein, der ist 1200 Kilometer lang, da können sogar Schiffe drauf fahren. Ja, und bei euch ist einfach nur dieses stinkende, stehende Gewässer, wo Spreewaldgurken gezüchtet werden. What the fuck, Omega Null, cringe, sich. An der Stelle auch feiern gehen in Berlin. Keine Ahnung, im Berghain kann man Pisse trinken. Im 808 habe ich gar keine Ahnung, war ich noch nie. Ja, und im Matrix sind alles nur 16-Jährige. Also von daher, Kevin, auch hier wieder. Köln überwiegt, Köln dominiert und Berlin kann auf jeden Fall da einpacken. All in all, Kevin, waren das jetzt eine Menge gute Gründe, warum Köln die bessere Stadt ist. Aber es ist ja auch safe, dass Köln die bessere Gaming-Stadt ist. Ich meine, ihr habt in Berlin das Computerspielemuseum, was, und ich glaube, das weißt du auch, wenn wir das so unter uns sagen, nichts gegen die Gamescom. Mann, hier ist die ESL One, wir haben das Experion, also keine Ahnung, Bro. Und ich meine, du weißt, was auf der Gamescom abgeht, oder? So. Und damit wir uns jetzt ein für alle Male darauf einigen können, Kevin, welche Stadt die bessere Stadt ist und vor allem welche Stadt die bessere Gaming-Stadt ist, werden wir am 16.10. Mann gegen Mann, Team gegen Team, Stadt gegen Stadt in den großen Kampf gehen. Und das ist unsere Arena. Das hier ist Köln Represent, das ist das Experion. Und ich würde sagen, check das mal ganz kurz aus. Was soll ich sagen, Kevin? Das ist unsere Arena und wir sehen uns am 16.10. beim Red Bull Superiority. Ich glaube, es ist ganz klar, warum Köln die geile Stadt ist, warum Köln die bessere Gaming-Hauptstadt ist, ist sowieso ganz klar. Wir werden es ein für alle Male in PUBG am 16.10. in den Streams, du aus Berlin, ich aus Köln auf jeden Fall settlen. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten und Köln zu repräsentieren, meldet euch auf jeden Fall beim Link in der Videobeschreibung. Wir brauchen Leute mit über tausenden Stunden in PUBG. Wir haben richtig Bock. Es gibt sehr, sehr wilde Runden und sehr, sehr viele Geschichten, die ganz, ganz wild werden. Kuss geht raus an Red Bull, um das Ganze möglich zu machen, um diesen Clash der Omega-Gamer auf jeden Fall wahrzumachen. Und ja, Mann, ich bin absolut gespannt auf Kevins Content-Piece, wenn es da mal kommt und der Junge nicht gerade eben...
im Urlaub ist. Genau.